Manu, die Thiamonixe. Freut mich, dass ihr heute wieder bei mir dabei seid. Heute möchte ich mit euch ganz gerne eine Panna Cotta machen. Eine ganz tolle Nachspeise, die ist auch wirklich sehr schnell zubereitet. Das Einzige, was länger dauert, ist, dass sie einfach 3 Stunden im Kühlschrank ruhen muss. Und zwar brauchen wir dazu 9 Blatt Gelatine. Ich habe sie hier in einer Tasse, in einem Wasserbad. Müsst ihr die auflösen? Und dann brauchen wir 500 Gramm Sahne. Ich habe sie schon fertig abgewogen. Dann brauchen wir 250 Gramm Milch. Dann 100 Gramm Zucker. Und einen Esslöffel Vanillezucker oder selbstgemachten Vanillezucker. Und das Ganze jetzt 6 Minuten bei 80 Grad auf Stufe 3 drehen. In den Mixtopf rein. Und jetzt nochmal auf 15 Sekunden auf Stufe 3 drehen. Unsere Panna Cotta ist jetzt fertig. So schaut sie aus. Nun müsst ihr sie nur noch in 8 kleine Schüsselchen oder Dessertschalen umfüllen und dann für ca. 5 Stunden im Kühlschrank auskühlen lassen. So, unsere Panna Cotta war jetzt 5 Stunden im Kühlschrank. So sieht sie jetzt aus und jetzt probieren wir sie gleich mal. Sehr, sehr lecker. Ich hoffe, euch hat mein Film gefallen. Ihr könnt mich auch auf Facebook sehen. Da könnt ihr kostenlos beitreten bei meiner Facebook-Gruppe. Und das Rezept steht wie immer unten in der Infobox. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eure Manu. Tschüss.